Ihr kennt das doch, oder? Geröll, Schotter, sandiger Fels. Und manchmal ist das dann auch noch in einem so richtig heiklen Gelände zu finden. Doch was ist das Geheimnis hinter dem richtigen und schnellen Auf- und Absteigen, wenn der Untergrund plötzlich unsicher wird? Darum geht es heute. Viele schöne Bergtouren unter 3000 Meter finden vor allem hier statt, im Kalk. Vor allem der, aber auch andere Gesteinsarten sind es oftmals, die sandig, geröllig, schottrig und deshalb weder im Auf- noch im Abstieg wirklich angenehm sind. Doch manche Menschen tun sich da leichter als andere. Zuallererst möchte ich euch aber versichern, dass jeder Mensch besser im Schuttgelände gehen kann, als er oder sie es heute kann. Es steckt nämlich neben der richtigen Technik auch ein paar Grundlagen und jede Menge Übung dahinter. Doch was hat es mit der Technik auf sich? Im Aufstieg haben deutlich weniger Bergsteiger Probleme im Schotter als im Abstieg. Der Grund dafür ist, dass man deutlich entspannter geht, man kein Risiko eines weiten Sturzes im Blickfeld hat und eine andere Haltung hat. Womit wir auch beim wichtigsten Punkt beim Geröllbergsteigen sind. Der Haltung. Beim Aufstieg sollte der Körper immer möglichst vertikal ausgerichtet sein, ganz unabhängig davon, ob das Gelände jetzt 20 oder 30 Grad steil ist. Lehnt man sich zu weit zurück, dann wird der Vorwärtsgang immer anstrengender und unnatürlich. Lehnt man sich jedoch zu weit vor, dann verringert sich der Druckpunkt vertikal nach unten und verschiebt sich zum Hang verlaufend. Man drückt den Schotter nicht vertikal nach unten, sondern den Berg nach unten und rutscht dabei in aller Regel gleich mit. Da im Aufstieg die Geschwindigkeit langsam ist, sind hier Stürze oftmals eher schmerzhaft als wirklich gefährlich. Beim Bergabgehen jedoch ist die Technik viel wichtiger, denn hier können manche Ausrutscher die letzten eures Lebens sein. Daher sollte man wissen, wie man richtig bergab geht. Grundsätzlich gilt das sowohl für tiefes Geröll als auch für sehr feinen, sandigen Schotter. Lehnt euch beim Bergabgehen möglichst nach vorne. Je steiler das Gelände wird, umso weiter müsst ihr euch nach vorne lehnen. Auch hier ist wieder das Ziel, den Schwerpunkt des Körpers und damit den Druckpunkt am Schotter möglichst vertikal zu halten. Dafür geht man in gebückter Haltung, schiebt das Knie möglichst weit nach vorn und verlagert den Oberkörper nach vorn. Je schwerer der Rucksack ist, umso deutlicher muss man in diese Haltung gehen. Zu Beginn fühlt es sich gleich so an, als würde man vorn überkippen. Doch das ist in der Regel ein Trugschluss. Die Wahrnehmung täuscht hier nämlich sehr gern was vor, was von außen betrachtet gar nicht stimmt. Das erfordert aber ein wenig Übung und Gewöhnung und hängt auch immer ein wenig vom Rucksackgewicht und der Lastverteilung am Rücken ab. Sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg gilt, kleine Schritte sind besser als große Schritte. Die ganze Fußsohle zugleich aufsetzen, das erhöht nicht nur die Reibung, sondern auch die Chance, einen soliden Punkt am Untergrund zu finden, der euch gut tragen kann. Die Technik ist also relativ simpel, doch trotzdem klappt es dann oftmals in der Praxis nicht ganz so richtig. Dafür verantwortlich sind kleine Fehler, die sich bei Ermüdung und durch Angst einschleichen können. Der größte Fehler ist die Rücklage. Dabei ist der Oberkörper zu aufrecht und damit zu viel Gewicht hinter den Beinen. Der Druck entsteht dann wieder von hinten nach vorn und begünstigt das Wegrutschen nach vorne. Hier hilft es wieder, den Oberkörper bewusster nach vorn zu beugen. Der zweite große Fehler ist die Streckung. Wer mit gestreckten Beinen im steileren Gelände bergab geht, der wird Probleme haben, den Schwerpunkt vorn zu halten und damit wieder schneller rutschen. Achtet also immer auf einen leichten Knick im Knie und der Hüfte. Der dritte große Fehler sind die großen Schritte. Wer sehr große Schritte macht, der muss in der Regel das Knie durchstrecken, um vorne aufzukommen. Theoretisch geht das gebeugt auch, ist aber sehr anstrengend über die Zeit. Sobald der Fuß zu weit vorne aufkommt und der Schwerpunkt den Fuß wechseln will, kommt die Belastung von sehr weit hinten nach vorn und sorgt für einen gewaltigen Ausrutscher. Ein letzter Fehler hat nichts mit der Körperhaltung zu tun, sondern mit dem Weg. Wählt ihr einen zu steilen Weg, dann setzt auch die Physik die Grenzen für euren Abstieg. Ab einem gewissen Punkt ist der Untergrund so empfindlich für Bewegungen, dass jeder Einfluss zum Abrutschen von Schotter führt. Spätestens, wenn nicht mehr ihr, sondern nur noch der Schotter unter euch rutscht, wisst ihr, dass ihr keinen Einfluss mehr auf die Sicherheit im Gelände habt. Dann müsst ihr eine andere Linie, Serpentinen oder einen anderen Weg nehmen, um sicher durchs Geröll zu kommen. Musik.
Ein großer Spezialfall sind Schotterreisen, also große Geröll- und Schotterfelder, die sehr tief sind und meist über Jahrzehnte entstanden sind. Hier gibt es zwar meist Wege, die sind aber trotzdem oftmals sehr unangenehm zu gehen und vor allem richtig anstrengend. Im Aufstieg sind solche Felder deshalb zu meiden, damit man nicht zu viel Kraft für sehr wenig Meter verschwendet. Im Abstieg hingegen kann man sich bei der Physik bedienen, um etwas rascher unten zu sein. Die sogenannte Schotterabfahrt funktioniert im Prinzip wie das Abrutschen in Altschneefeldern. Wir geben also bewusst die Kontrolle ein Stück weit ab, um den Schotter ins Rutschen zu bringen. Ist der Schotter tief genug, drückt man den Untergrund so weit weg, dass er einen stabil im Schotterfeld hält. Der Teil unter dem Fuß rutscht dank der Schwerkraft nach unten und nimmt einen quasi mit. Lehnt man sich weit zurück, rutscht man schneller und beschleunigt schneller. Lehnt man sich ein bisschen weiter vor, kommt man wieder zum Stillstand. Doch hier ist jedenfalls Vorsicht geboten. Bei Schotterabfahrten gelten zwei Dinge. Erstens, sie sind nicht ungefährlich, auch wenn es so aussieht. Wer sich unkontrolliert in steile Schotterfelder stellt, kann sich bei einem Sturz auf spitzes Geröll durchaus auch verletzen. Auch das Umknicken kann schmerzhaft sein, wenn man gerade tief im Schutt steckt. Zweitens ist die Kontrolle über die Geschwindigkeit sehr vom Untergrund abhängig. Wird ein Schotterfeld dünn, geht es sehr viel schneller bergab und es ist schwieriger zu kontrollieren. Tiefe Geröllfelder sind deutlich schwergängiger, was den Wechsel zwischen tief und seicht durchaus anspruchsvoll machen kann. Wer sich unsicher ist bei Geröllabfahrten, vor allem wenn es hinter dem Geröllfeld in den Abgrund geht, sollte lieber bei den klassischen sicheren Techniken bleiben. Denn auch bei tiefem Geröll oder in Steilstücken funktioniert die klassische Technik, wenngleich sie mit zunehmender Steigung auch immer schwieriger wird. Was bringen Stöcke eigentlich im Schottergelände? Tatsächlich kann ich euch sagen, auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht glauben wollt, dass Stöcke gar nichts zur Sicherheit im Schotter beitragen. Also zumindest technisch gesehen. Was sie aber tatsächlich können, dem Kopf helfen, die Technik besser umzusetzen. Wenn ihr die Stöcke, vor allem im Abstieg, immer ein gutes Stück vor euch im Schotter versenkt, dann lehnt sich euer Oberkörper automatisch weiter nach vorn, um die Stöcke greifen zu können. Diese Schwerpunktverlagerung führt genau zu diesem gewünschten Effekt. Doch Vorsicht! Der Nachteil der Stöcke beginnt da, wo ihr sie nicht mehr nutzen könnt. Beispielsweise beim Abstieg von langen Klettertouren. Da sind die Stöcke ja meist zu Hause, um nicht zu stören. Und dann muss der Abstieg natürlich auch ohne sie gemeistert werden. Denn es ist besser, die Technik auch ohne die Stöcke beherrschen zu können. Am Ende sind das alles aber nur die Grundlagen. Denn beim richtigen Geröllabstieg kommt es darauf an, diese Dinge alle immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder zu üben. Nur so kriegt man mit der Zeit die Routine, auch um schnell wie eine Gams die Schotterfelder hinunterfliegen zu können, hinunterzukommen und nicht zu fliegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es doch gern mit euren schotterigen Freunden und Karwendelliebhabern. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!